Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich, denn die Glossy Box ist bei mir eingetroffen. Endlich! Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen diese Box zu öffnen und zu erfahren, was ich hier so drin habe, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, die Glossy Box ist eine Beauty-Abo-Box, die jeden Monat erscheint und immer so mindestens 5 Beauty-Produkte drin hat. Sowohl dekorative Kosmetik als auch Pflege. Und die kostet zwischen 12,50 Euro und 15 Euro pro Box, je nachdem, was für eine Abo-Form man wählt. Und ich habe hier einen Code. Damit kannst du ein bisschen sparen und ich bin sehr gespannt, was drin ist, denn es ist der Geburtstagsmonat von der Glossy Box. Die rasten ja volle Elle aus, Leute. Die haben ja sogar eine eigene Pflegelinie gelauncht, wo auch tatsächlich ein Produkt von in dieser Box drin sein soll. Und ja, also ja, ich bin sehr gespannt. Also die Pflegelinie ist relativ hochpreisig, also bin ich auch gespannt, welches hochpreisige Produkt sich hier drin verbirgt. Ich finde sie jetzt von außen richtig schön, ne? Das muss ich wirklich sagen. Dieses Band ist echt individuell. Das Ganze sieht irgendwie anders und schön aus. Es ist tatsächlich auch nur der Deckel, der anders ist. Und die Schleife bleibt drauf. Das heißt, du musst die gar nicht aufmachen. Finde ich echt toll. Denn das ist eine super Geschenkbox, die man halt auch zum Geburtstag zum Verschenken verwenden kann für andere. Hier haben wir dann den ersten Blick, beziehungsweise, ne, wenn ich den Deckel entfernt habe, wie das so aussieht. Hier haben wir das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Und hier hinten wird schon angeteasert. Alter Schwede. Das ist der Glossy Box Adventskalender. 24 Türchen, gefüllt mit dem Besten aus Pflege und Kosmetik. Also, solltet ihr die Glossy Box noch nicht abonniert haben, ich finde, der Glossy Box Adventskalender ist safe. Ein sehr, sehr guter Grund, die Box zu abonnieren, denn dann bekommt man das ein bisschen günstiger. Der soll einen Wert von 550 Euro haben. Das ist 100 Euro mehr als im Vorjahr, steht hier drauf. Und so weiter und so fort. Also, ne, ich bin sehr, sehr gespannt, wann der Glossy Box Adventskalender online gestellt wird. Hier habe ich schon mal ein paar Gutscheinviecher drin und eine Leseprobe. Und so schaut das aus. Achso, wir haben jetzt kein Schleifchen hier drum, sondern nur das Seidenpapier, was das Ganze verschließt. Kein Duft leider. Ich mache hier mal den Klebi auf, damit wir den ersten Blick in die Box bekommen. Na, ist aber ganz schön hartnäckig, dieses Ding. Das kriege ich nicht mit einer Hand auf. Oh, es sieht schon mal sehr rosa aus, ne? Das ist der erste Blick in die Box. Ich bin immer super gespannt. Also, na klar, du hast hier einige Gutscheine, ne? Also das hier ist für mich jetzt so der innovativste, weil mein Müsli sich dann halt auch wirklich da so was überlegt hat, zusammen mit Glossy Box und da eine eigene Edition rausgebracht hat. Das bekommt man dann gratis, das Glossy Müsli. Ich weiß gar nicht, ich sag mal ganz, ganz entspannt. 10 Euro Mindesteinkaufswert und 10,90 Euro kostet dieses Müsli. Ich habe die schon mal getestet von meinem Müsli, die fand ich ganz lecker, aber ich finde, dass die auch trotzdem relativ teuer sind. Gut, ja, dann haben wir hier noch eine Leseprobe mit dabei. Das finde ich auch immer ganz nett. Ich persönlich mag aber lieber halt so ganz Bücher. Ich finde nett, ja, aber es muss jetzt nicht unbedingt sein. So, gut. 9 Jahre voller Beauty-Glück, Happy Birthday Glossy Box. Wie wahrscheinlich jeder vor seinem Geburtstag waren wir unglaublich aufgeregt und voller Vorfreude auf diesen wunderbaren Sommermonat. Denn den ganzen August lang feiert Glossy Box Geburtstag und das bedeutet jede Menge Beauty-Überraschung, Glitzer, Konfetti und knallende Champagnerkorken. Es gibt übrigens aktuell auch die Glossy Box Young, die kann man kaufen. Ja, das ist halt eine, das kannst du nicht abonnieren, sondern das kannst du einfach nur dann kaufen. Verlinke ich dir auch mal unten in der Infobox. Die habe ich auch auf, beziehungsweise die werde ich hier vorstellen, die habe ich auch schon bestellt, ne? Das habe ich auch schon auf Instagram geteilt, dass man die gerade kaufen kann. In den letzten 9 Jahren haben wir schon einige Meilensteine setzen können. Wir erinnern uns nur zu gern an die GlossyCon, ein riesiges Beauty-Event, bei dem wir so viele Glossys kennenlernen durften. Oder unser eigenes großes Print-Magazin, das in den Kiosken des Landes prangte. Okay, das kenne ich alles gar nicht. Doch dieses Jahr ist ein ganz besonderes für uns. Voller Stolz präsentieren wir eine absolute Glossy-Premiere. Unsere erste eigene Skincare-Linie. Und das Beste, eines der glamourösen, tierversuchsfreien und veganen Produkte von Glossy Box Skincare haben wir in deine Geburtstagsbox gepackt. Hey. Neben 4 weiteren absoluten Beauty-Highlights
ist das unser persönliches Dankeschön an dich für deine Treue. Danke dafür, dass du an unserer Seite bist, deine Beauty-Liebe mit uns und der großen rosa Community teilst und dass du einfach da bist. Nein, und dass du einfach du bist. Okay, dies ist für uns das schönste Geburtstagsgeschenk. Viel Spaß beim Entdecken und Ausprobieren wünscht dir dein Glossybox-Team. Ja, cool, vielen Dank. Ich bin gespannt, also in diesem Glossy-Magazin hast du eigentlich hauptsächlich nur die Produkte mit den Produktbeschreibungen drin stehen und manchmal noch so ein paar Codes, ein paar Nebeninformationen zu den Produkten und so. Und jetzt würde ich sagen, gucken wir uns doch mal das erste Produkt an. Das ist nämlich das Eye Boost Cream. Ich bin ja immer sehr, sehr skeptisch bei Augenprodukten. Ihr kennt mich, ne? Ich habe so meinen Liebling, die Clinique All About Eyes ist so mein absolutes. Da muss eine andere Augencreme erstmal hinkommen und die soll reduce the appearance of dark circles, also es sollen die Augenringe quasi kaschieren und Puffiness. Ja, das ist quasi alles unter den Augen schön macht. Ja, gut. Ich weiß jetzt nicht, was die kosten soll. Leute, ich bin jetzt mal neugierig. Ich will da jetzt mal kurz reingucken. 23 Euro ist dann ziemlich ähnlich vom Preis her wie die Clinique All About Eyes. Man muss dazu sagen, wir haben hier eine Marke, die ja neu auf den Markt gekommen ist, die relativ unbekannt ist und trotzdem so einen hohen Preis ausruft, finde ich schon mutig. Ne? Ich kann mir die ja mal drauf machen. Ich bin jetzt einfach neugierig. Okay, die Konsistenz ist tatsächlich sehr angenehm. Die ist sehr dünn, sehr, die ist nicht so dick, nicht so pastig. Habe jetzt mein Gesicht heute gewaschen, als ich von der Arbeit nach Hause gekommen bin. Das heißt, ich habe jetzt auch so nichts drauf, außer noch meine Mascara von heute Morgen. Aber die löst sich auch irgendwie mittlerweile in Wohlgefallen auf, was vollkommen legitim ist. Ich habe auch ganz, ganz verrückte Augen aktuell. Ich weiß nicht, die Sonne macht mir ein bisschen zu schaffen. Ich habe hier sogar einen Mückenstich unterm Auge. Habe ich heute auf der Arbeit bekommen. Fragt mich nicht, wie das passieren konnte. Wir haben unsere Firma auch in der Nähe vom Wasser, deswegen kriege ich da tatsächlich öfters mal Mückenstiche. Okay, also sie fühlt sich gut auf der Haut an. Sie ist jetzt auch schon schön eingezogen. Riecht einfach nur nach Creme und das nur ganz, ganz leicht. Sieht auf jeden Fall ganz gut aus, hat nicht gebrannt und fühlt sich jetzt auch sehr angenehm kühlend unter den Augen an. Ich denke, dass ich die jetzt tatsächlich auch demnächst... Boah, wie ich glänze, ne? Das ist nur meine Haut, ich habe keinen Highlighter drauf. Krass. Dass ich die jetzt auch tatsächlich direkt in Anwendung nehmen werde, weil ich habe jetzt meine aktuelle, die ich für abends auch verwendet habe, die tatsächlich jetzt leer gegangen ist. Dann werde ich die jetzt als nächstes nehmen. Die ist ja sowieso nur eine Weile haltbar, 6 Monate nach Öffnung. Ich habe sie jetzt geöffnet. Da ist auch irgendwie noch was mit in diesem Heftchen. In diesem... Okay, du hast ja noch einen Beipackzettel. Läuft. Süß. Ja, cool. Doch, das mag ich leiden. Das finde ich... Ich finde es vor allem cool, dass ich direkt die Eye Booster Cream gekriegt habe. Gut, dann habe ich hier etwas. Und zwar von Kat Von D, beziehungsweise mittlerweile heißt es ja KVD Beauty oder so, Everlasting Liquid Lipstick. Das ist dieser hier und ich bin sehr gespannt, was ich hier für eine Farbe habe. Günstig ist der nicht. Ich habe die Farbe Crucifix. Es scheint so ein Braun zu sein. So jung wie heute kommen wir nicht nochmal zusammen. Ich bin ja eigentlich kein Fan von Liquid Lipsticks, das wisst ihr. Ich mag nicht so gerne, wenn ich so trockene Lippen habe. Aber da bin ich jetzt einfach gespannt. Ich will mir den auftragen. Der sieht nämlich aus wie flüssige Schokolade. Riecht einfach nach Liquid Lipstick. Da ist jetzt so keinen großen Eigenduft mit bei. Okay. Ja, eigentlich brauchst du für sowas einen Lip Liner. Oh, jetzt habe ich die Lippen zusammengebatscht und jetzt ist das so da oben. Läuft bei ihm hier. Fühlt sich aber eigentlich ganz angenehm auf den Lippen an. Ich muss jetzt warten, wie das so funktioniert, wenn das runtertrocknet. So ein dunkles Braun habe ich bei meinen Lippenprodukten tatsächlich nicht. Und das ist sehr, sehr extravagant, ne? Wow. Ja, das ist echt sehr krass. Wow, ja. Wie gesagt, Liquid Lipsticks an sich sind nicht so unbedingt mein Fall. Ich habe jetzt einfach auch so nach und nach auch dieses Gefühl von crusty Lips und so, das ist immer ein bisschen schwierig. Und ich habe auch immer das Gefühl, dass wenn ich sowas auftrage, dass es nie gleichmäßig aussieht. Also, ja, wie gesagt, ich brauche einen Lip Liner da außen drum zu.
Aber so, es sieht irgendwie ganz nice aus. Also ich lasse es jetzt auch mal weiter drauf und dann gucken wir uns das einfach mal auch am Ende des Videos an, wie der sich dann auch so verhält, ne? Und wie der auch vor allem gehalten hat. Als nächstes haben wir hier ein Produkt, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal in der Glossybox mit drin oder ich hatte das in der Pinkbox drin. Das ist von Bilou Cotton Candy pflegender Cremeschaum. Finde ich gerade ein bisschen witzig, denn jetzt vor ein paar Minuten, Stunden, habe ich die Pinkbox ausgepackt und auch da war ein Bilou-Produkt drin. Ich weiß nicht, ob Bilou jetzt da gerade so ein bisschen sehr intensiv in Boxen vertreten ist. Ja, ist aber eigentlich auch die Zeit dafür, ne? Cotton Candy hatte ich auch schon mal, ist super, super süß. Also das muss man mögen. Das riecht wirklich nach Zuckermatte. Ja, sehr süß. Ist aber, glaube ich, einfach zum... Genau, das ist eine Pflegelotion. Das heißt, es ist nicht zum Abwaschen, Abduschen, sondern zum nach dem Duschen eincremen. Bei mir gehen die immer so irre schnell leer. Das finde ich immer ein bisschen schade. Aber ich finde die eigentlich ganz gut, ne? Also, ja. Dann haben wir hier ein Coffee Scrub mit drin von Mine Tan oder Mein Tan. Ja, das hatten wir auch schon mal in der Box mit drin. Ich mag nicht so gerne diese losen Peelings, weil danach sieht die Dusche einfach aus wie Sau. Gerade auch diese dunklen Peelings, ne? Ist ganz nice, aber ich brauche es jetzt so in dem Sinne nicht. Gut. Also ich bin jetzt nicht so ultra begeistert bislang, wie man merkt, aber etwas, was mich richtig begeistert ist von Kiat Extraordinary Translucent Powder. Das ist dieses hier. Wir hatten von Kiat auch schon mal einen Highlighter mit drin. Wir hatten auch mal eine Lidschattenpalette im Adventskalender mit drin. Und das hier ist jetzt einfach ein Puder. Ein loses Puder, was translucent ist. Ja, das finde ich gut. Ist auch immer so hübsch von der Verpackung her, ne? Den Highlighter, den wir mal mit drin hatten, der war mir dann doch zu bunt. Also ich habe den auch nicht behalten. Die Lidschattenpalette habe ich, glaube ich, noch. Ja, ist noch zu. Es macht jetzt eigentlich relativ wenig Sinn, dass ich mein Gesicht abhole, aber ich mache es jetzt einfach mal, ne? Richtig süß ist, dass die Löcher wirklich auch in dieser Schleifenform sind da drauf, ne? Das ist echt niedlich. Okay. Man nimmt dann das Puder, macht sich das in Deckel. Okay, das kommt auch ganz gut raus. Das funktioniert. Haben wir hier das Puder drin. Dann nimmt man sich einen Pinsel. Nehme ich jetzt mal einfach einen von Kisu. Aus dem Kisu-Pinselset habe ich hier einen. Geht dann damit im Pinsel rein, arbeitet das Produkt in den Pinsel ein. Und trägt sich das auf. Ich meine jetzt im Sommer, ne, da pudert man auch öfters mal ab. Das macht jetzt auf den ersten Blick schon mal einen ganz guten Eindruck, muss ich sagen. Ne? Es ist jetzt nicht irgendwie komisches Gefühl auf der Haut oder so. Das gefällt mir wohl. Jetzt so ohne Foundation und Concealer drunter, aber doch ein bisschen was macht es. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass es mein Gesicht tot abmattieren würde. Also man sieht es ja hier. Ich habe hier einfach immer so ein bisschen, ich glänze da einfach, was ich schön finde. Wahrscheinlich, weil ich da tatsächlich reine und glatte Haut habe. Und dann habe ich da immer so ein natürliches Highlight. Und ja, doch. Habe ich jetzt das Kram im Gesicht verteilt. Das fühlt sich alles ganz schön an. Muss ich aber auf jeden Fall mal in Kombi mit Foundation verwenden. Hat mir aber gut gefallen. So, was sage ich zur Box? Hat mich nicht umgehauen, fand ich aber trotzdem ganz cool, weil du hier sowohl dekorative Kosmetik als auch so ein ganz neues Produkt mit drin hast, als auch ganz normale Pflegeprodukte, ne? Also das ist schon eine gut gefüllte Box. Ob es jetzt, ich meine, letztes Jahr die Birthday Edition war jetzt auch nicht so der Ultra-Knaller, dass wir alle Hurra geschrien haben. Da war sogar eine Zahnpasta drin, Leute. Die haben wir dieses Mal nicht mit dabei. Also großes Lob an Glossybox, ihr habt gelernt. Ja, doch, also... Das sind gute Produkte. Hallo, ich habe 12,50 Euro für diese Box bezahlt. Natürlich gefällt mir der Inhalt. Und ja, ne, also wie gesagt, verwendet gerne meinen Gutscheincode, wenn ihr die Box abonnieren möchtet. Wenn ihr vielleicht auch den Adventskalender euch holen möchtet und den dann entsprechend hier auch vergünstigt bekommen würdet. Und ja, das war jetzt die Glossybox. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten, ach so, Moment, nee, Liquid Lipstick. Fühlt sich super an übrigens jetzt. Das ist nicht crusty und das ist auch nicht am Bröckeln. Das möchte ich nur mal kurz an dieser Stelle erwähnen. Denn der ist wirklich mal ein Liquid Lipstick, wie ich mir auch einen Liquid Lipstick vorstelle, wie er zu sein hat. Ne? Deswegen da von mir auf jeden Fall ein Pluspunkt und der wird auch auf jeden Fall bleiben, weil er sich nicht anfühlt, als hätte ich jetzt auch mega trockene Lippen. Das ist voll krass. Also das hatte ich noch nie bei einem Liquid Lipstick.
Das nur mal by the way. Genau. So, irgendwo war ich stehen geblieben. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lasst es euch ganz einfach gut gehen. Fühlt euch ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und auf dieser und hier oben, ja, hier oben, kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!